Hallo? Hallo, guten Tag. Sarah Wollmer zur Kapitalakademie. Herr Steiner, Sie haben Interesse gekundet für Online-Trading. Haben Sie da schon gewisse Erfahrungen in dem Bereich? Impressum von unserer Seite, Impressum brauchen wir nicht, weil wir ein Weiterbildungszentrum sind und kein Brokerhaus. Hallo, ich grüße euch. In diesem Video geht es um die Trading-Betrüger und schlappe 850 Euro, die ich einzahlen soll. Da das Video etwas länger geworden ist und ich mich zurzeit im Urlaub befinde, habe ich mich dazu entschlossen, aus diesem Video einen Zweiteiler zu machen. Das heißt, morgen kommt dann der zweite Teil des Anrufs für euch online. Verpasst auf keinen Fall den zweiten Teil vom Video, denn ganz zum Schluss bekommt die nette Tante noch einen kleinen Ausraster und macht mir ein sehr zuvorkommendes Versprechen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem ersten Teil des Videos. Hallo? Hallo, guten Tag. Sarah Wollmer zur Kapitalakademie. Herr Steiner, Sie haben Interesse gekundet für Online-Trading. Haben Sie da schon gewisse Erfahrungen in dem Bereich? Nee, das habe ich noch nicht. Aber Sie haben Interesse, Geld zu verdienen, ja? Richtig, genau. Wer nicht? Sagen Sie mir, was haben Sie für Vorstellungen? Wie viel würden Sie gerne starten? Weiß ich nicht, mit wie viel muss man denn starten? Ja, es kommt darauf an, sagen Sie. Wenn Sie denn mit dem vollautomatischen Software, wenn Sie, wie gesagt, Sie haben eine originale Version, also keine Demo-Version, das wäre ein einmaliger Transfer in Höhe von 850 Euro, ja? Mhm. Wo diese 850 Euro dann auch gleich das Startkapital ist. Okay. Natürlich hat das vollautomatische Software ein Risikomanagement inbegriffen, wo Sie nicht in Minus oder Schulden geraten können, ja? Okay. Sie sind berufstätig, ich höre irgendetwas, Sie arbeiten? Ich bin berufstätig, ja, das ist richtig. Okay, in welcher Branche arbeiten Sie, wenn ich sagen darf? Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Ich möchte Ihnen ein kleines Papier von Ihnen erstellen, damit der Mentor auch Ihnen auch hier sein kann. Aha, okay, also ich bin Verkäufer. Sie sind Verkäufer? Super. Sagen Sie mir, also wie gesagt, Sie haben auch die Möglichkeit, das zu aktivieren mit 850 Euro. Das ist auch gleich Ihr Startkapital. Sie sind die einzige Person, die den Zugang zu Ihrem Handelskonto hat, denn nur Sie tätigen dann die Auszahlungen. Es ist kommissionfrei, es ist spesenfrei, da Sie dann auch direkt von dem Finanzmarkt ausgezahlt werden, ja? Okay. Der Mentor haben Sie auch auf Ihrer Seite. Er wird mit Ihnen zusammen den Finanzplan erstellen und richtet Ihnen auch alles ein. Okay, und wie funktioniert das dann? Also wir öffnen jetzt das Handelskonto. Sagen Sie mir, was für eine Zahlungsmethode haben Sie? Also ich kann per Bank überweisen. Haben Sie eine Visa oder eine Master? Ja, müsste ich mal gucken. Eine Visa-Karte habe ich. Oh, super. Sie können es von Ihrer Seite auch einmalig aktivieren, ja? Mhm. Sie können es gleich auf unsere Seite gehen, wenn Sie wollen. Ich zeige Ihnen dann auch alles, das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe. Ja. Ja, können Sie das anschauen. Ich zeige Ihnen, falls Sie Fragen haben, bin auch gerne bereit, Ihnen auch alles zu erklären. Und Sie können es von Ihrer Seite auch einmalig aktivieren. Und wie gesagt, da machen wir vereinbaren auch einen Termin für den Mentor, dass der Mentor sich so schnellstmöglich auch anrufen kann und Ihnen das auch alles einstellen kann. Mhm. Sagen Sie mir, Sie haben eine sehr junge Stimme. Wie jung sind Sie eigentlich? Haben Sie das da nicht stehen, wenn Sie meine Daten haben? Wie meinen Sie das? Müsste ja eigentlich da stehen. Oh nein, habe ich nicht. Das Datenschutz sehe ich jetzt nicht. Ach so, ich bin 28. Nein. 28, super. Super. Öffnen Sie bitte Google. Wenn Sie ein Internetgeld bei sich haben? Ja, Moment. Super. Okay, Google ist offen. Super. Also ich werde es buchstabieren, ja? Mhm. Ein K wie Kaufmann, ein A wie Anton, mhm. Ein P wie Peter, ein I wie Ida, ein T wie Theodor, ein A wie Anton, ein L wie Lothar, mhm. Dann ein Minus, mhm. Ein A wie Anton, ein K wie Kaufmann,
Ein A wie Anton, ein B wie Dora, ein E wie Emil, ein M wie Martha, ein I wie Ida, ein E wie Emil, Punkt, ein D wie Dora und ein E wie Emil. Ja? Mhm. Wenn Sie die Seite geöffnet haben, was sehen Sie dann? Jetzt sehe ich die Suchergebnisse von Google. Öffnet sich da, zeigt sich da etwas? Na, die Google-Suchergebnisse habe ich doch jetzt. Sie haben ja gesagt, ich soll Google aufmachen. Ja, ich habe sie in deiner buchstabiert. Ja, und jetzt habe ich die Google-Suchergebnisse. Tippen Sie bitte, wo die Lupe ist. Ja? Ja? Ich werde es buchstabieren noch einmal. Ein K wie Kaufmann. Ja. Ein A wie Anton. Ja. Ein T wie Peter. Ja. Ein I wie Ida, mhm. Ein T wie Theodor, ein A wie Anton, mhm. Ein L wie Lothar, mhm. Ein Minus, ein A wie Anton, mhm. Ein K wie Kaufmann, mhm. Ein A wie Anton, ein D wie Dora, ein E wie Emil, ein M wie Martha, ein I wie Ida, ein E wie Emil, Punkt DE. Also kapital-akademie.de. Ja, das habe ich jetzt in die Google-Suche eingegeben. Ja, öffnen Sie bitte dann die Seite. Genau, und dann habe ich wieder die Google-Suchergebnisse. Und was haben Sie da bekommen? Na, die Vorschläge jetzt hier, die Google macht. Und welche Vorschläge haben Sie? Das erste ist Kapitalakademie Home. Dann das ist DE, Home.de, Kapital, minus Kapitalakademie. Bitte klicken Sie mal rein. Ja. Mhm, super. Und wenn Sie die Seite geöffnet haben, was sehen Sie dann? Sie macht da gerade noch nichts. Mhm. Gehen da dieselbe Pünktchen? Ich gebe das mal nochmal ein. So, jetzt lädt die Seite. Sagen Sie mir, was Sie dann auch sehen. Das lädt noch. Machen Sie das über Computer oder per Handy? Ich mache das am Computer. Super. Mhm. Ist die Seite jetzt offen? Ich sehe jetzt hier so eine weiße Seite, wo drei Punkte laden. Aber jetzt kommt was. Es hat irgendwie ein bisschen gedauert. Okay. Es kommt wegen dem Internet. Vielleicht gibt es ein bisschen schwächeres Internet darum. Mhm. So, jetzt sehe ich da so Leute im Hintergrund. Super. Und steht studieren, üben, reden, ja? Nö, das ist ja alles auf Englisch. Aber Sie haben oben rechts, können Sie es umschalten auf Deutsch. Mhm, okay, dann mache ich das mal. Super. So, ja genau, studieren, üben, traden steht jetzt da, genau. Super. Sie sehen oben, neben der Startseite, haben Sie Premium-Pakete, ja? Klicken Sie bitte einmal drauf. Ja, habe ich draufgeklickt. Mhm. Was sehen Sie jetzt? Die Seite mit Premium-Pakete, jetzt sind da andere Leute im Hintergrund. Super, jetzt sehen Sie das Silberne, das Goldene und das Platin, ja? Sie bekommen das Goldene Paket, das 1500 für nur 850 Euro. Sie sehen, Sie bekommen Videoakademie, E-Books, Kalender, Marktnachrichtungen. Das können Sie alles, bekommen Sie extra von uns. Sehr wichtig für Sie ist tägliche Signale mit dem vollautomatischen Software. Das ist für Sie wichtig. Und wenn Sie unten das lesen Sie weiter, sehen Sie Beratungsgespräche inklusive. Das ist der Mentor. Also für Sie ist es sehr wichtig, die tägliche Signale mit dem vollautomatischen Software und der Mentor. Ja, der ist jederzeit auch belehrt und bei Fragen auch ist er jederzeit für Sie erreichbar. Der vollautomatische Software natürlich mit dem Risikomanagement inbegriffen, wo Sie nicht in den Minus oder Schulden geraten können. Ja? Mhm. Klicken Sie bitte einmal auf Lesen Sie weiter. Ich habe da noch eine Frage. Sie sagten ja, das kostet 850 Euro. Bei mir steht da aber 1500 Dollar.
Genau. Wenn Sie auf die nächste Seite reinklicken, dann zeige ich es Ihnen noch. Ach so, dann drücke ich jetzt das Lesen Sie weiter. Ja, bitte. Hier ist der Preis wieder noch nicht reduziert. Ja, hier steht es 1500, ja. Mhm. Und Sie sehen, Sie haben 14 Tage Geld zurückgarantie. Sie haben eine 14-tägige Testphase. Ich sage es jetzt mal. Testen Sie das in 14 Tagen. Gehen Sie mit dem Mentor durch. Erstellen Sie den Finanzplan in der Zwischenzeit. Bei Fragen ist der Mentor jederzeit für Sie auch bereit, Ihnen auch alles zu erklären, ja. Und wie gesagt, wenn Sie jetzt das Erstattungsantrag drücken, ja. Okay. Drück ich mal drauf. Lädt wieder. Lädt wieder ganz schön lange. Okay. Das kommt auf dem Internet drauf an. Also genau, jetzt sicher ist eine Bestellung vorhanden, die Frage. Super, ist eine Bestellung vorhanden. Sie sehen, also da kommen also Ihre Daten rein, ja, aber Sie sehen unten, haben Sie einen Gutschein, das sehen Sie, ja? Ah ja, das ist so ein Feld, da kann man was reinschreiben, ja. Genau, den Gutschein kann unser Finanzmanager nur für Sie auch einlösen, ja? Ach so. Ja, und den Gutschein bekommen Sie einen Gutscheincode und dann wird auch, wie gesagt, unten stehen, wenn Sie den Gutschein auch einlösen, wird 850 Euro dastehen. Nicht 1500, sondern 850. Haben Sie gewisse Fragen an mich oder können Sie weiter fortfahren? Sie können auch die Daten, also Vornamen, Nachnamen ausfüllen. Achso, dann trage ich jetzt erstmal meine Daten ein. Genau. Und ich werde es in der Zwischenzeit dann auch weiterleiten an unser Finanzmanager. An die Frau Rebecca Schwarz, ja? Denn sie hat nur die Bonität, den Gutschein auch für Sie auch einzulösen. Ja? Ja. So, super. Dann muss ich jetzt hier Land eintragen. Hallo? Ja. Hallo? Ja, hallo? Hallo, Rebecca Schwarz am Apparat. Herr Steiner, ja? Ja, hallo. Ja, also ich grüße dich herzlich im Namen von unserem Unternehmen. Ich bin hier in der Leitung mit Ihnen, dass wir das zusammen aktivieren und Ihnen auch einmalig den Gutscheincode einzulösen. Ja? Sag es mir bitte, wie weit sind Sie auf unserer Seite? Ich bin jetzt hier bei Ihrer Bestellung vorhanden und da trage ich meine Daten ein. Okay, super. Also Sie haben schon die Daten eingegeben oder sind Sie noch nicht fertig? Ja, die habe ich jetzt gerade eingegeben. Alle Daten haben Sie eingegeben. Mhm. Okay, sagen Sie mir nur bitte, in welcher Farbe sehen Sie die Daten? Also die Felder? Hier ist alles grün. Alles grün. Bei Profil optional? Da ist blau. Okay, da Profil optional sollten Sie auch so leer lassen. Und dann bitte bei Gutschein, nur bevor wir Gutschein anlösen, sagen Sie mir bitte, haben Sie noch irgendwelche Fragen, was es an dieses Thema angeht, oder ist das alles für Sie schon erklärt? Ich denke, ist soweit alles geklärt. Okay, super, kein Thema. Schreiben Sie bitte dann für Sie, Ihr persönlichen Gutscheincode ist J klein geschrieben. Ja. J1000. Und das war's schon. Wie bitte? Das war's schon. Okay, super. Also haben Sie das auch eingelöst? Sehen Sie jetzt bei Gesamt 1.000. Ah ja, genau. Okay, super. Dann unten Gesamtsumme steht ein Viereck. Sie könnten auf Viereck einfach draufklicken. Ich habe die Webseite gelesen. Und sagen Sie bitte, ob Sie jetzt Auftrag platzieren im Schwarz sehen. Das lädt gerade noch. Okay, was lädt gerade noch? Jetzt habe ich hier so eine Seite mit AGB. Nein. Sie sollten nicht auf, gehen Sie einen Schritt zurück, also Sie sollten nicht auf allgemeine Geschäftsbedingungen zuklicken, sondern ein Viereck vor diesem Satz. Ein Viereck, leeres Viereck, die Sie draufklicken könnten und dann haben Sie einen Haken.
Die Mitarbeiterin will mir jetzt ernsthaft sagen, dass ich die allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht lesen muss. Aber ich soll sie hier bestätigen, um weitermachen zu können. Ich glaube nicht, dass ihr sowas jemals von einer seriösen Firma hören würdet. Blaues Haken. Ja, aber dann habe ich ja noch nicht gelesen. Deswegen habe ich Sie auch gefragt, ob Sie zusätzliche Fragen haben. Ja, aber so weit waren wir ja noch nicht. Jetzt steht ja hier, ich soll das erstmal durchlesen. Bitte, natürlich bin ich in der Leitung, deswegen haben Sie auch zusätzlich 14 Tage Rückgabegarantie. Wenn Sie alles durchlesen könnten, natürlich, das ist überhaupt kein Problem. Oder wenn Sie jetzt auch das lesen möchten, das ist da überhaupt kein Problem. Ich bin mit Ihnen in der Leitung. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, ist es für uns natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass unsere Kunden natürlich mit all diesen Daten auch zustimmen und dass die wirklich wissen, was sie auch aktivieren. Natürlich auch in der Zwischenzeit könnten Sie nicht alle Informationen jetzt in diesem Gespräch auch bekommen. Selbstverständlich, wenn Sie später auch Fragen haben. Deswegen genau haben Sie auch 14 Tage Rückgabegarantie, natürlich. Ach so. Ich habe mal noch eine andere Frage. Wo ist denn das Impressum von Ihrer Webseite? Impressum von unserer Seite, Impressum brauchen wir nicht, weil wir ein Weiterbildungszentrum sind und kein Brokerhaus. Also kein Weiterbildungszentrum in Europa hat ein Impressum auf der Seite, deswegen haben wir das auch nicht. Gesetzlich sind wir von Frankfurter Börsenaufsichtsbehörde kontrolliert und deswegen brauchen wir kein Impressum. Das ist aber so nicht ganz richtig. Ein Impressum braucht jede DE-Domain, also ausnahmslos. Nein, das ist nicht richtig. Das kann ich Ihnen auch sagen. Ich bin in diesem Unternehmen schon seit 7 Jahren und das kann ich Ihnen auch bestätigen. Das ist überhaupt kein Problem. Das brauchen wir nicht. Wir funktionieren auch ohne Impressum, weil das gesetzlich so vorgeschrieben ist für alle Weiterbildungszentren. Und wir sind ein Weiterbildungszentrum. Die nette Betrügerin an der anderen Seite der Telefonleitung möchte mir also ernsthaft weismachen, dass Sie kein Impressum benötigen, weil Sie nicht der Broker, sondern ein Weiterbildungszentrum sind. Aha, das ist natürlich ganz klar eine Falschaussage. Jede Webseite, die mit .de endet und keine Baustellen-Webseite, also eine Seite ohne Inhalt ist, benötigt ein Impressum, das maximal über 2 Klicks zu erreichen ist. Das gilt für private sowie auch für geschäftliche Webseiten jeglicher Art. Davon abgesehen erzählt mir die Quatschtante, dass sie bereits seit 7 Jahren in der Firma arbeitet. Nur komisch, dass man, wenn man die Anmeldedaten dieser Internetdomain überprüft, kapital-akademie.de, sie existiert erst seit dem 11.06.21. Also frage ich mich, woher sie die 7 Jahre nimmt. Ach so, also das ist gesetzlich vorgeschrieben, dass Weiterbildungszentren kein Impressum haben sollen. Brauchen überhaupt kein Impressum. Können das haben, aber brauchen das nicht unbedingt, auf jeden Fall. Okay, und warum haben Sie keins? Weil wir das nicht brauchen. Ja gut, da könnte man ja trotzdem eins machen, wenn alle anderen eins haben. Ich sage Ihnen, dass alle Weiterbildungszentren haben kein Impressum. Deswegen haben wir auch kein Impressum als Weiterbildungszentrum. Ach so, okay. Ja, so ist es. Ja. Alle weiteren Informationen werden Sie auf jeden Fall, alles was Sie benötigen, werden Sie von unserer Seite auch per E-Mail bekommen. Sie bekommen nicht ein E-Mail, sondern 2 E-Mails, also ein E-Mail mit all unseren Kontaktdaten, dann auch ein E-Mail mit Rechnung, also natürlich Beweis, dass Sie eingezahlt haben, die Sie auch jederzeit bewahren könnten, wie Sie schon wissen, dass es gesetzlich so ist. Und auf jeden Fall gesetzlich bekommen Sie 14 Tage Rückgabegarantie. Und an wen müsste ich mich wenden, wenn ich das mit der Rückgabegarantie machen möchte? Das werden Sie auch Sie werden eine App bekommen, die Sie runterladen könnten am Handy oder könnten Sie einfach am Computer im Internet auch das finden. Also Mentor wird Ihnen auch diese App zeigen, also diese Applikation und unsere Plattform. In dieser Plattform haben Sie auch einen Knopf, ein blaues Knopf, wo Sie einfach klicken könnten, Rückgabe beauftragen und Sie bekommen Ihr Geld auf, also Sie wählen, Sie müssen das überhaupt nicht auf Ihre Visa-Karte bekommen, sondern auch auf Ihr Bankkonto oder Mastercard oder
wie Sie das möchten, natürlich. Sie geben nochmal die Daten ein und Sie bekommen Ihr Geld zurück. Okay. Abhängig natürlich von der Bank. Und wo ist der Hauptsitz von Ihrer Firma? Wir rufen es jetzt gerade aus Düsseldorf. 3-Scheiben-Haus in Düsseldorf. Aus Düsseldorf? Etage 7, ja. Okay, und aus welcher Straße? Ich sage Ihnen gleich, also 3-Scheiben-Haus, Etage 17. Ja, und die Straße? Wie bitte? Straßenname und Hausnummer? Ich sage Ihnen gleich. Kann ich Ihnen das auch per E-Mail zukommen lassen, wenn Sie das benötigen oder? Ich würde mir das gleich mal aufschreiben. Okay, super. Schreiben Sie dann bitte auf. Mhm. Okay. Berliner, alle. Mhm. Ja? Ja, habe ich. Super. Berliner, alle 1. 3-Scheiben-Haus 1, 40211 Düsseldorf. Mhm. Etage 17. In Düsseldorf. Ja, so ist es. Brauchen Sie noch weitere Informationen oder? Was muss ich jetzt machen? Also, wenn Sie jetzt auf unserer Seite noch sind, Sie könnten einfach auf Auftrag platzieren klicken. Ja, drücke ich mal drauf. Und wenn Sie das geklickt haben, sagen Sie mir nur bitte, wie weit Sie sind, was sehen Sie genau? Jetzt kommt bei mir Fehler 500. Was kommt bei Ihnen? Fehler 500. Fehler 500. Ja, und mein Browser meldet jetzt hier so eine Meldung, dass die Verbindung abgebrochen wurde, weil Betrugsversuche von dieser Webseite gemeldet wurden. Oh, wirklich, ja? Ja. Betrugsfall. Jetzt hat im Internet gesagt, dass es ein Betrugsfall ist, ja? Na, hier mein Antivirenprogramm hat die Seite blockiert und aha, dann steht jetzt hier, die Seite wurde wegen Betrugsversuch gemeldet. Oh, wirklich, ja. Das kann ich Ihnen gleich sagen, dass es nicht möglich ist. Tja, sie lässt sich wirklich nicht beeindrucken. Übrigens habe ich mal die Adresse überprüft, die sie mir am Telefon genannt hat. An dieser Adresse ist keine Firma zu finden. Komisch. Außerdem, wenn man auf deren Webseite unter Kontakt schaut, also ein Impressum gibt es ja nicht, und unter Kontakt findet man selbst dort keinerlei Kontaktinformationen zu diesem Unternehmen. Lediglich ein E-Mail-Formular für eine E-Mail-Anfrage. Sehr fraglich, dass man auf der kompletten Webseite keinerlei Kontaktdaten oder Adressdaten zu dieser Firma findet. Ich hoffe, euch hat der erste Teil des Videos bereits gefallen. Schaut gern morgen wieder ab 20 Uhr bei mir vorbei, dann gibt's auch den zweiten Teil für euch. Wir hören uns und bis morgen.